Wir sollen echt nur einen Stoß zusammenbringen. Ich habe eigentlich gedacht, dieses Gebiet hier, ich weiß nicht, was das ist. Ich habe eigentlich gedacht, dass wir jetzt dieses Pulver auch finden müssen, wovon er geredet hat. Aber nein, ich muss doch nur Mammutstoß dann finden. Weil er sagte ja auch, wir brauchen etwas Mammutstoßzahnpulver, wie es nur die Riesen machen können. Ja, anscheinend kann das doch selber aus so einem Ding machen. Aber na gut. Wollen wir mal hoffen, dass wir das weiße Fläschchen langsam zusammenbauen? Ich meine, es ist schade, dass wir den alten Mann quasi nicht mehr seinen Wunsch erfüllen konnten. Aber ich denke, er wird in Frieden ruhen, wenn er ihn beobachten kann, mit dem Wissen, dass sein Nachfolger Quintus Navale es wirklich geschafft hat. Aber wir müssen ja auch Hier erstmal findet gucken, was jetzt eigentlich jeder passiert. etwas. Mein Meister ist etwas aufbrausend, aber ich habe schon so viel von ihm gelernt. Ja, erzählt mir etwas über den schmelzenden Schnee. Oben, Nicht auf dem schmelzenden Hals Schnee. der Welt, ist ein Flecken Schnee, der noch nie geschmolzen ist. Es heißt, die Graubärte hätten ihn gelehrt, die Sonne zu ignorieren, und Hitze würde einfach an ihm abperlen. Das ursprüngliche Fläschchen wurde aus diesem Schnee gemacht. Wir brauchen nur ganz wenig zur Reparatur. Das Dornenherz. Die letzte Härtung des Fläschchens erfolgte mit alter Magie, die seit dem Drachenkrieg in Vergessenheit geraten ist. In unserer Zeit kommen die seltsamen Rituale der Abgeschworenen dem noch am nächsten. Mit dem Herzen eines ihrer Dornenkrieger kann ich die Magie des Fläschchens in ihre körperliche Form bringen. Einem Laien lässt sich das nur schwer erklären. Verzeiht mir, wenn ich jetzt in Alchemistenjargon verfalle. Erzählt mir etwas über das Mammutstoßzahnpulver. Das Elfenbein, das diese Tiere hervorbringen, ist so hart wie Eisen. Aber die Riesen haben Mittel und Wege gefunden, es zu bearbeiten. Sie können es so fein zermahlen, dass es sich in die Struktur von festgepacktem Schnee hineinzieht. Das fertige Material hat das filigrane Wesen von frischem Pulverschnee, aber die Stärke härtesten Stahls. Also sind wir noch nicht fertig. Sprich mit den. Nein. Finde etwas Pulver aus einem Da mal wieder. Mammutstoßzahn. Das heißt, ich habe es immer noch nicht. Da war eben so ein Quest-Aktualisierungsding. Deswegen habe ich gedacht, wir hätten es. Das heißt, wir haben es noch nicht. Dann müssen wir wohl noch mal zurück, würde ich sagen. Wohin sollen wir denn? Hier sollen wir hin. Warum sollen wir ausgerechnet dahin? Seit wann ist dieser Questmarker da? Verdammt nochmal. Der ist doch eben erst aufgetaucht, als ich den Mammutsturz dann aufgehoben habe. Hundertprozentig. So, auf Richtung Riesengebiet, die irgendwie immer mit dem Mammut gekennzeichnet sind. Ach, dieser Himmel wieder, ne? So himmlisch. Komm schon. Wir decken langsam auch immer mehr Gebiete auf der Karte auf, wenn euch das mal auffällt. Wir waren schon echt fast überall, vor allem in den Gebieten, ja? Hier ist noch so ein riesiges Erkundungstief, wo wir noch nicht so viel waren, aber ansonsten sind wir schon wirklich gut dabei. So, ein Riesenlager. Richtig? Richtig. Genau das, was ich in Erinnerung hatte, das Riesenlager, das ist gut, dass ich mich erinnere. Nur ich weiß nicht mehr, wo genau was zu holen ist. Ich glaube, diese Quest habe ich auch noch. Also ich habe keine Erinnerung an diese Quest. Ich müsste sie gemacht haben, habe aber keine Erinnerung dran. So, wir haben eben geklaut. Nur zur Sicherheit. Wir haben schon einmal Riesen heute sinnlos getötet. Muss nicht nochmal sein. Hauen wir wieder ab. Ich meine, wir wollen ja nicht die ganzen Riesen aus dem Spiel ausrotten. Ups, vergessen, dass ich nichts aufheben darf. Aber wir sind ja auch so ziemlich wieder aus dem Lager raus. Ich denke, dass die nicht als Gegner zählen. Das heißt, wir sollten eigentlich jetzt in der Lage sein, schnell zu reisen. Ja, die zählen praktischerweise nur als Gegner, wenn wir sie nicht aggressiv gemacht haben. Wenn sie keinen roten Dot haben. Vielleicht, wenn es so verständlicher ist. Ich muss gerade mich mal strecken in der Aufnahme.
Warum dauert das denn schon wieder so lange hier? Was ist denn da los? Danke. Ist schon besser. So, wollen wir mal weitermachen? Ja, wir haben das Pulver und hoffen, dass wir jetzt alles abgeben können. Seht euch nur gründlich um. Hallo. Mein Meister ist etwas aufbrausend, aber ich habe schon so viel von ihm gelernt. Ich habe das Material, das ihr haben wolltet. Den Göttern sei Dank. Ich muss sofort mit der Arbeit am Fläschchen beginnen. Ich hasse diese Animation. Vor allem war da einfach mal nichts drin. Meister, seht! Es ist das Fläschchen. Was? Wie denn? Es macht nichts, seht! Es füllt sich wieder mit eurem Stärkungsmittel auf, während wir hier reden. Richtig. Er ist gestorben. Aber dank euch ist er in dem Wissen gestorben, dass sein Lebenswerk nicht vergebens war. Holy shit, diese Cutscene gerade. Das tut mir leid. Mir auch. Ihr habt sehr nobel gehandelt, als ihr meinem Meister geholfen habt, sein Lebenswerk zu vollenden. Dafür möchte ich euch danken. Was mich betrifft, war ich schon immer zufrieden, ein Alchemist zu sein. Ich fürchte, wenn ich das Fläschchen behielte, würde es mich immer nur an Norelions Besessenheit erinnern und wie sie ihn verzehrt hat. Hier, nehmt sie. Ihr seid nun ebenso sehr ein Teil ihrer Legende, wie es Korallmehl war. Ich hoffe, sie bringt euch das Glück, das mein Meister sich ersehnte. Wie soll ich jetzt die Eigenschaften des Fläschchens justieren? Ich bin nicht so gut wie Korallmehl, darum wird sie sich leider nur immer mit einer Art Flüssigkeit auffüllen. Ich möchte die Macht der Heilung besitzen, die Macht der Magie. Ich möchte im Kampf zäher sein, meine Zauberfertigkeiten verbessern. Möchte im Kampf mehr Schaden verursachen. Ich möchte mich besser in den Schatten verstecken können. Ja, die Macht der Heilung. Ich verstehe. Guten Tag, Freund. Geht es euch gut? So, wir haben das weiße Fläschchen, das uns täglich, glaube ich, 100 Lebenspunkte wieder gibt. Ups. Okay, das füllt sich wirklich wieder auf. Ich werde wohl nie Meister Norelions Geschick für Zaubertränke erlangen. Hallo Norelion. Der ist jetzt tatsächlich tot. Ja, wir nehmen mal den Ladenschlüssel, kann ja nicht schaden. Ja. Vielen Dank für diese Questreihe, euch zwei. Nein. Bei den Göttern. Das darf nicht wahr sein. Ja, ist jetzt irgendwie uncool, ne? Ich muss gerade mal was ausprobieren. Ich mache mal Quicksave davor. Es gibt irgendwie einen Befehl, damit man Sachen halt komplett aus dem Spiel entfernen kann. Ich komme aber nicht mehr drauf, wie das war. Das ist vielleicht ganz cool, um Leichen zu entfernen, der Befehl. Wie gesagt, ich komme gerade nicht drauf. Wir wollen jetzt auf jeden Fall bei ihm noch mal ein bisschen shoppen. Wenn wir schon mal beim Alchemisten sind, können wir ein bisschen Heilung einpacken. Ich weiß, was Zauber... Ja. Also an meinen Zaubertränken und Zutaten. Ja, ich bin mal wieder wie so ein Elefant im Porzellanladen. Ich kaufe erstmal was aus Versehen. Weizen. Hast du irgendwas, das heilt? Ich glaube, er hat nichts, das heilt. Auf jeden Fall nicht viel. Nee. Das ist schade. Aber na gut, wir gehen. Wir haben ja sowieso Heilung hier erhalten. Und wir sind auch jetzt so gut mit ihm, Freund, dass wir das meiste der Zutaten uns einfach nehmen können, die hier rumliegen. Das ist ganz nett. Wir gehen wieder raus. Ich finde schön, dass sie die Quest abgeschlossen haben. Vor allem im Wissen, dass Kuramil, so hieß er, glaube ich. Ich glaube, er war das. Seinen Lebenswillen erreicht hat. So, wir machen mal das Schild zur Seite. Ich finde schön, dass hier so ein bisschen Physik wenigstens vorhanden ist. So ein bisschen wirklich nur. Ich meine, wenn man sich die Kette mal anguckt. Wie sie alle gleichzeitig reden. Ja, das ist die Welt von Skyrim.
Na gut, ich würde sagen, das nächste Mal checken wir ein bisschen Riften aus, teilen ein bisschen Gelder zusammen. Ich bin der Koch, oben im Haus Kerzenschein. Cool, danke. Das ist völlig sinnlos. Ja, wir haben ein paar neue Items heute abgestaubt. Unter anderem ist Arturas Stern gefüllt. Nein. Unter anderem, wie heißt das denn? Morones Klinge. Leider ein Dolch. Ich dachte, das wäre ein Schwert. Ja, ist eindeutig ein Dolch. Aber auch Dolche können wir verbessern, so dass wir damit Schaden machen. Nur werden wir sie nicht benutzen. Auch wenn sie eine Chance hat auf Instant Death. Und dann haben wir noch das weiße Fläschchen bekommen, das nichts wiegt und uns Heilung gibt. Und wir können es, glaube ich, neu justieren lassen. Das heißt, es ist ganz interessant. Es sind zwar nur 100 Heilung, aber es ist ganz interessant. Ich würde sagen, hier an der Stelle mache ich erstmal einen Cut und bedanke mich fürs Zusehen. Das war wieder eine Skyrim-Aufnahme für eine Woche. Das heißt, diese Folge hier geht wahrscheinlich... Lass mich kurz aufs Datum gucken. Okay, ich habe keine Ahnung, wie viele Tage der Monat hat. Irgendwann nächsten Monat, im 4. online. Ich bedanke mich fürs Zusehen und würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, noch viel Spaß.